Eine zweite Sache war sehr schlimm, auch mit einer Vollweise. Das war ein Mädel mit dem Namen Erika. Ihr Vater wurde bereits im Jänner im Landesgericht geköpft. Ihre Mutter war am 30.03., so am gleichen Tag wie Schwester Restituta und sechs Wiener Eisenbahner. Von den Eisenbahnern und von der Schwester Restituta hängt ein sehr bekanntes künstlerisches Werk in der Stephanskirche in der Barbarakapelle. Aber leider ist es nicht vollständig, denn Schwester Restituta hat ungefähr in Brusthöhe rote Tupferln, Punkterln. Und jetzt wollen wir natürlich erreichen, der Kardinal hat es bei der letzten Veranstaltung, wie das also aufgestellt wurde, versprochen, dass er es macht, dass sechs Punkte nicht auch sechs Namen haben, sechs Wiener Straßenbahner. Und diese arme, verzweifelte Mutter von der Erika hat so furchtbar geweint, dass das ganze Haus mitgeweint hat und im ganzen Haus hat man das gehört. Ich hätte nie geglaubt, dass so dicke Wände wie in den Gefängnissen doch so viel durchlassen. Erika, 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 mein Kind, was von der Familie geblieben ist, die Erika ist vor einigen Jahren verstorben. Die Eltern haben noch ihren Namen, weil sie im 10. Bezirk einen Neubau nach ihnen benannt haben.